So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Weiter geht's mit Factorio. Ja, Bio-Gedöns T2. Bevor wir damit loslegen, würde ich vielleicht nochmal eben. Genau, hier mal kurz reingucken. Wie sieht das hier aus? Ja, 18.000. Und hier? 81.000. Also es kommt schon was zustande, aber eben noch nicht die Massen an Material, die wir brauchen. Naja, wird schon gehen. So, ja. Das ist aber wieder so ein Übergabeding, ne, oder? Nee. Ja, doch, das ist wieder so eine Verwurstelung hier mit den beiden. Die im Endeffekt dann erstmal primär dazu dient, dass wir nachher an diese Geschichte hier rankommen. Genau, die, oder das sind die Sachen, die wir brauchen. Damit wir diese hier herstellen können und dann geht es wieder an die Karten. Okay, ja. Irgendwas ist hier noch nicht richtig. Warte mal. Ah. Das war blöd. Ich will mir das nochmal eben angucken. Einmal komplett. Ich habe da, glaube ich, einen Fehler gemacht. So, mach nochmal neu. Da ist irgendwas verwurstelt gewesen. Genau, diese hier brauchen wir. Achso, halt. Erst das hier. Da haben wir jetzt die T2-Variante. Genau. Und da wir die T1-Variante hier gar nicht betrachten, weil die ja von unten kommt, brauchen wir hier den großen Biologiekatalog. Genau. Alles bei 0,3. Und der braucht jetzt die anderen nochmal mit quasi, okay. Genau, weil das sind ja die, die von unten kommen. Das heißt, wir brauchen diese hier nicht betrachten. Ah, ja. Und jetzt kommt nämlich die Verwurstelung, sobald wir dann nämlich gucken wollen, dass wir diese hier herstellen, kommt nämlich die Sache mit den hier, mit diesem genau experimentellen Biokulturgedöns. Und da stecken nämlich die anderen Karten wieder mit drin als Zubehör oder als Material quasi. Das würde heißen, wir müssten diese hier eigentlich hier runterschieben, oder nicht? Ja, genau. Genau das. Oh, das ist wieder so eine Geschichte. Warte mal, lass mich raten. Kann das sein, dass wir wieder die falschen Karten zusammengelegt haben? Nee, diesmal haben wir es richtig gemacht. Wow. Also, wir brauchen halt von dieser Lane nochmal eine Abzweigung. Nee, wir brauchen diese hier ja auch. Stimmt. Ja. Kann das sein, dass wir nur drei von vier dann oben brauchen? Ja, anscheinend schon. Genau, wir brauchen nämlich diese hier.
Wir brauchen diese. Und diese. Und die hier brauchen wir oben dann nicht mehr, oder wie? Okay. Na denn. Soll mir recht sein. Fakt ist auf jeden Fall, weil ich es gerade schon gesehen habe, wir müssen erstmal auf Nauvis noch was bauen. Nämlich die Anlage für diese Biowäscher. Und ja, die machen wir unten, weil wir unten den Produktivitätsbonus dafür nutzen können. Hier oben nicht. Wir brauchen da allerdings auch nicht so super viel von. Ja gut, 2,5 pro Sekunde ist schon ordentlich. Naja, was heißt ordentlich? Also kommt ein bisschen was bei rum. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das zuerst. So. Ach so, genau, diese T1 Solarpanel und so, die könnten hier bleiben. Die Akkus können da mit rein. Ja. Dann füllen wir nochmal eben kurz Material auf und dann bauen wir jetzt erstmal diese Biowäscheanlage. Genau, Chemiefabriken haben wir dabei, das ist schon mal gut. Wo machen wir denn das eigentlich? Ist relativ egal. Diesen 3x3-Bereich würde ich gerne noch freilassen. Das heißt, wir machen das hier. Ja. Haben wir da nicht alles für da? Ja, Kohle ist egal, Glas haben wir, Stahl haben wir und die Säure haben wir ja auch schon. Wahrscheinlich aber nicht unbedingt genug, oder? Doch, die ist wieder vollgelaufen, lol. Okay, nice. Let's go. Das ist dann wieder so ein Fünferblock. Ja, 5 Bahnhöfe brauchen wir. 4-mal Input, 1-mal Output. Ja, der gute alte Autosave. Okay. Ja, pass auf, dann würde ich sagen, wir fangen oben mittig mit der Flüssigkeit an. Können wir so einen hier nehmen. Oh Gott, ja, ist egal, wir nehmen den hier, passt schon. Genau. Das ist auch der richtige, das passt soweit. Den müssen wir noch umstellen und der Rest ist nachher dann ein Selbstläufer. Genau, und dann brauchen wir noch ein paar Material-Input-Bahnhöfe. Dann nehmen wir den hier mit. Der ist ja nicht relativ okay. Machen wir hier Glas. Und mir machen wir dann hier Stahl. Wie viel? Stack Size haben wir 100. Ja, mach aber mal nicht so viel. Komm, wir lassen die Anforderungsmenge mal ein bisschen weiter unten. Glaube ich, in Ordnung so. Das gleiche machen wir beim Stahl dann auch. Oh, upsi. So. Unten mittig kommt ein Output-Bahnhof hin, da können wir genau diesen hier nehmen. Leichtmetallstangen sind das nicht, das sind Biowäscher. Genau, Stackgröße haben wir 50, also, ja passt, okay, wunderbar. Bauraste der Schienen 96x96. Also drei Chunks quasi. 1, 2, 3. 9 insgesamt, klar. 3x3, ne? Logisch. So, dann bräuchten wir noch einen weiteren Input-Bahnhof. Was fehlt da eigentlich noch? Ach ja, die Kohle, genau, stimmt. Den holen wir von hier.
So, Kohle-Input. Den haben wir. Ah, ne, wir nehmen was anderes, oder? Der vom Kunststoff, der Bahnhof ist blöd. Ja, komm. Wir nehmen dann einfach das Stück hier mal mit. Das ist ein Out. Immer eben das Stück hier mit. Genau, der ist um 2 Schritte verschoben. Das ist okay. Genau, Eisenplatten brauchen wir nicht, aber Kohle. Nee, der muss ganz weg. Genau. Genauso wie das hier ganz weg muss. Und das hier, da ist keins. Genau, passt. Okay. Chemiefabriken haben wir gesagt, brauchen wir. Vielleicht sollten wir da für solche Sachen inzwischen auch schon die T4-Module mal in Angriff nehmen. Aber erstmal noch nicht. Mal gucken. Später. Materialtechnisch ist es relativ überschaubar. Das Einzige, was hier viel durchgeheizt wird, ist diese Säure, ne? Das ist nicht gut. Ansonsten müssen wir mit dem hier noch ein darüber. Ach Gott. Warte. Und der hier muss noch einmal darüber. Genau. Den Output. Machen wir hier. Nee, das ist eigentlich total blöd. Machen wir nicht so. Wir können dem auf jeden Fall hier noch einen Input. Und wir gönnen dem Ganzen auch hier noch einen Input, weil wir haben ja dann 2 Lanes quasi pro, mit jeweils, also mit 4 Items drauf insgesamt. Output tunneln wir nach unten raus. Das machen wir so, andersrum. Und hier ist eigentlich relativ egal, genau. Ach, egal. Ja, wir könnten oben noch ein bisschen Platz lassen für das Balancing. Ja, die kommen wieder nicht klar, ne? Ist egal, passt schon. Wir könnten aber auch das hier als Output nehmen. Stimmt. Und das hier als Input. Das wäre, glaube ich, die bessere Wahl. Ja. Dann machen wir das so rum. Ja. Gut. Dann ist irgendwo hier noch so ein Input-Ding. Und hier. Ja, mit der Kohle müssen wir schauen. Kann aber eigentlich direkt hier rüber. Beziehungsweise wir können die auch gleich schon mal auf diesen Input hier drauflegen. Dann ist die nämlich schon mal verarztet, die olle Kohle. Genau, und jetzt müssen wir nämlich an sich nur noch die beiden aufteilen. Und die kommen dann nämlich geteilt auf diese Output-Lanes. Stimmt, wir hatten ja nur 3 Items drauf. Ja, ist egal, passt schon. Genau, praktischerweise haben wir hier 2 Blöcke frei. Dann kommt Glas einmal hier drauf und einmal da drauf. Das brauchst du doch gar nicht, oder? Nee, guck mal. Und Stahl kommt hier drauf. Und hier drauf. Und das brauchst du auch nicht. Genau.
Das reicht auch völlig aus. Warte mal, wir kürzen das noch ein bisschen, weil wir können da easygoing mit einer Lane rangehen, weil so hoch ist der Durchsatz hier nicht. Genau. Dann holen wir den ganzen Quatsch hier raus. Und machen das so. Ja, wir hatten unsere Entwicklungsrate der Feinde auch ein bisschen runtergedreht, weil ich immer so viel rumtrödel. Aber wenn man dann überrannt wird, dann macht es halt auch keinen Spaß. Deswegen haben wir gesagt, wir drehen die ein bisschen runter. Inzwischen sind sie bald komplett fertig und haben auch relativ viel, ne? Aber ja, das geht. Kommt nachher die Artillerie und dann ist alles gut. So, Strom. Ich denke nicht, dass wir hier Effektverteiler brauchen. Nein. Das, also 2,5 brauchen wir und wir hauen schon knapp 4 raus. Wir verzichten hier auf die Effektverteiler, aber Strom brauchen wir trotzdem. Kriegen sogar alles damit. Nice. Wenn wir hier runtergehen, haben wir da irgendwo... Ah, perfekt. Dann machen wir es so. Nice. Achso, wir müssten die Säure noch anschließen, ne? Das wäre super. Ja. Oh, ich bin das gar nicht gewohnt, solche langen Abschnitte hier zu haben. Das ist ja der Wahnsinn. Hier fehlt die Ausgleichslane. Stimmt, habe ich wieder vergessen zu kopieren. Wann gibt es eigentlich mal Rohrsupport? Ja, wie bei den Fließbändern. Das wäre doch auch nochmal so ein Ding für das neue Update irgendwann, oder? Nee, das machen wir nicht. So. Ja, ich habe nur 358 durch 24 Tage. Jo. Wird natürlich ein Weilchen dauern, bis hier die 8000 drin sind. Das ist, glaube ich, klar. Oder machen wir noch ein bisschen mehr? Ja, ich habe 41 Stunden Woche, ja, ganz normal. Genau. Ja, nee, ich denke, wir lassen das einfach so stehen. Aber das kann erstmal ganz in Ruhe vor sich hindümpeln. Bis wir soweit sind, dass wir den Kram brauchen, dauert das eh noch ein Momentchen. Daher würde ich mal behaupten, sind wir damit fertig. Ja. Wir brauchen gerade gar keine Energie, ne? Das ist ja Wahnsinn. Aber ist normal, die Anlagen oben, die laufen erstmal voll und dann passiert da nichts damit. Da kommt ja dann nichts mehr. Ja gut, hier hätten wir gar nicht hingemusst. Aber dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Ja, da kommt dann halt hier später noch irgendwie die Leichtmetallgerüste mit dazu, Leichtmetallschrott für die ganzen Forschungspakete, die hier hinten dran noch kommen. Dann brauchen wir... Ja, die haben wir gerade gemacht, genau. Gut, Holmium-Kabel haben wir schon. Holmium-Platten genauso. Und Iridium genauso. Das hier ist relativ easy. Das haben wir sogar schon alles da bis T3. Cool. Also so ein paar Sachen haben wir tatsächlich schon. Ob wir das dann nachher auch durchgehend versorgen können, denke ich nicht, aber ist egal. Hauptsache, da kommt am Ende irgendwas raus. Irgendwas Brauchbares. Wie viel Energie wir brauchen? Viel. Wir haben 15 Gigawatt ungefähr an Produktion. Ich denke, die sind schneller weg, als wir gucken können nachher. Gut, aber wir werden auch das noch ein bisschen, ne, optimieren. Das ist klar. Im Schwerpunkt natürlich mit den Solarpaneln. Wir werden hier nachher genügend Platz haben, um Dinge zu tun. Ne? Also Weltraum ist unendlich, könnte man quasi sagen. Ja. Hey, da ist wieder Holz gekommen. Nice. Wie sieht denn das hier aus? 98.000. Der Bahnhof ist bald voll. Das würde bedeuten, dass er genau hier nachfüllt, bei der Kiste. Und wenn er da dann irgendwann einen Überschuss hat, erst dann fährt er zum chemischen Gel rüber.
Und ich würde das, wie gesagt, bei diesen beiden Bahnhöfen belassen. Wenn wir da noch einen dritten Bahnhof mit reinbringen, dann wird das echt ein bisschen zu viel. Ja, aber nicht so viel brauchen die Anlagen hier nicht. Also die einzigen, die wirklich viel Energie brauchen, das sind diese hier. Ja, diese Ionenstrom-Dinger, die hauen richtig was durch. Ne? Also 103 pro Maschine, 103 Megawatt im Normalbetrieb. Wir haben hier Module mit dabei, die ziehen richtig was durch. Und das Ganze haben wir achtmal. Fußboden haben wir hier drüben. Na, die Sache mit dem Bautrain mochten wir nicht so, deswegen haben wir den Bauschiff genommen. Wie kommst du auf die 300 Gigawatt? Also, ich glaube, wenn diese Maschinen arbeiten, die ich gerade genannt habe, dann haben wir ja, wenn wir jetzt mal ohne Module bedenken, 800 Megawatt. Hier sind Module mit dabei. Die pimpen das Zeug nochmal ordentlich und hier steht Maximalverbrauch 340. Also 340 mal 8, das ist der Verbrauch von diesen Maschinen, wenn sie durcharbeiten. So. Megawatt, nicht Gigawatt. So. Das geht dann. Ja, genau. Wir müssen erstmal gucken, wo die Bahnhöfe hier hinbauen. Also erstmal ohne Fußboden, weil dann können wir das nämlich auch easy einfach copy-pasten. Ich denke, das ist ein Deal, oder? Bräuchte nur noch mal eben so ein Blueprint. Wie viele Flüssigkeiten brauchen wir hier? Wie gesagt, chemisches Gel, ja genau. Bioschlamm und Nährstoffgel. Das ziehen wir per Rohrleitung hoch. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt noch mal Schmiermittel. Brauchen chemisches Gel. Brauchen Vitalsäure. Plasma. Das Kältemittel und das andere Kältemittel und den Output. Das sind sieben Flüssigkeitsbahnhöfe schon wieder. Ich kriege die Krise. Das hier juckt uns nicht. Weil diesen Schritt hier machen wir woanders. Ich habe vergessen, die Dinger anzuklicken. Fuck. Na, ist egal. Oder? Nee, ist nicht egal. Schwierige Nummer. Ja, wobei dafür ist. Nee, das ist schon dafür ausgelegt. Lass das mal weg. Ist okay. Also 7 haben wir gesagt. Heilige Scheiße. Jo, das wären 7. Gut, ich nehme mal eben das hier mit, so als Blueprint. Hey, du bist da. Wir schmeißen hier an sich alles erstmal raus. Außer Gleise. Ja, Signale können auch drin bleiben, das ist egal. Die Bahnhöfe kommen raus. Genau, weil dann wissen wir schon mal, da kennen wir zumindest schon mal ungefähr diese Abmessung. Ach ja, das eine Signal, dass mein Inventar ist voll. Ich kriege die Krise. Naja, welch Wunder. Wir können auch nochmal eben den Fußboden zurücklegen, weil. Ach da. Ich müsste vielleicht noch ein paar Gleise organisieren. Es ist halt immer noch so viel Flüssigkeitsgedöns. Ne? Also das ist echt so dieser nervige Faktor bei diesen Biochemie-Geschichten. Also ich habe echt keinen Stress damit, mit diesen ganzen Kühlflüssigkeiten und Co. irgendwie was zu machen, die hier brauchen wir nicht die Schiene. Aber es ist schon mächtig teilweise. Oder brauchen wir die? Nö. Nö, hatten wir ja hier auch nicht. Stimmt, passt. Aber das Praktische ist, wir brauchen hier.
als Festmaterial wirklich nur dieses Vita-Zeug und die Datenkarten. Und der Rest ist ja intern hergestellt. Wie gesagt, das hier juckt nicht, das kommt erst später zum Tragen. Echt jetzt? Lol. Ja gut, okay, wenn das so ist, dann ist es so, ne? Kommt mir manchmal einfach immer so surreal vor. I don't know. So, der muss dahin und das hier muss dahin. Genau. Ich hab schon gedacht, die machen wieder Pause, die ollen Bots. Was haben wir noch an Output? Die machen wir wieder an der Seite. Der hier muss noch mit dazu, klar. Und ansonsten die üblichen Verdächtigen. Und die machen wir dann genauso wie hier unten auch. Squeezen die hier so an die Seite mit rein. Hauptsache, der Kram kommt irgendwie weg. Genauso wie hier auch. Ja. Ja, die sind schon aufwendig. Also diese Bio-Wissenschaftsdinger, die sind schon nicht ohne. Rituale? Nee. Da habe ich im Discord ehrlich gesagt nichts. Ich bin nicht so der Ritualtyp. Oh, Fußbodentyp bin ich eher. Ja, wir können auch gleich bis hier gehen, weil wie gesagt, da kommen ja noch welche dazu. Oh. Ja, genau. Weltraumfußboden, der ist notwendig. Weil ohne Weltraumfußboden, ja, kannst du Gleise bauen, Stromleitungen und Signale. Aber alles andere eben nicht. Ich denke, das wird sowieso wieder voll, das Ding. Warum fehlt da eigentlich ein Signal? Naja, gut, haben wir ja gesehen, passt schon. So. Was haben wir gesagt, brauchen wir? Vita-Zeug. Achso, warte mal, trennen wir die Verbindung hier, bevor wieder die Trains irgendwelchen Blödsinn bauen. Wir nehmen einfach diesen Bahnhof von dem Vita-Zeug mit und benennen den um. Warte, wir machen erstmal die Flüssigkeiten, dann haben wir das Schlimmere hinter uns. Genau, der erste wäre dann nicht das, Schmiermittel. Wie gesagt, das machen wir per Rohr. Und das machen wir per Rohr von unten, weil wenn davon zu viele Bahnhöfe da sind, dann sehe ich da schwarz, ehrlich gesagt. Obwohl, dann würden die sich nicht so schnell entladen, ne? Ne, wir machen das ohne Bahnhof bei denen. Das heißt, die erste Flüssigkeit wäre dann Schmiermittel. Das ist eher... Oh, mit Schiene am besten. Das ist eher unproblematisch. Schmiermittel kriegen wir relativ easy ran. Jo. Den stellen wir mal dahin. So, was wäre der nächste? Chemisches Gel, das kriegen wir auch schnell ran. Und dann die Säure. Und im Endeffekt könnte man auch alles per Rohr darüber schicken, aber das wird mir irgendwann zu viel, glaube ich. Hasse Rohre. Gut, chemisches Gel. Und dann haben wir noch die Säure, die hier rumgurkt, genau. So, die Rohre noch eben rausschmeißen. Also von der Säure haben wir definitiv auch viel zu wenig. Da bin ich mir relativ sicher. So, das kann weg. Wir machen das erstmal so wie bei den anderen auch, glaube ich, oder? Ob wir das dann so brauchen, ist die andere Frage. Sehen wir dann. Genau, dann nochmal Plasma und dann geht's ja schon in die Kühlflüssigkeiten. Nice.
So, die brauchen jetzt welche. Minus 100. Und für die Computer, die an... Ah, das ist immer so scheiße, ey. Aber praktischerweise spucken die beide das warme Zeug wieder aus. Also nochmal drei Bahnhöfe. Einmal super kalt, einmal medium kalt. Und dann der Output wieder. Genau, hier ist medium kalt. Super kalt hatten wir irgendwo hier drüben. Ja. Genau. Und den Output, den nehmen wir von hier wieder mit. Der braucht beide Kombinatoren. Wichtig. Und verbinden müssen wir den auch gleich noch eben. Weil ansonsten ist er irgendwann verstopft. Genau, der hat sein grünes Kabel ja eh schon hier dran. Ja. Die Frage ist, wo ist die nächste Ecke, die hier mit dem grünen Signalkabel hantiert? Ach, das hier. Ja, okay, dann geht's ja. Ach so. Das geht ja sogar. Nice. Kommen wir... Warte mal, wenn wir jetzt hier noch so ein Ding hinsetzen... Kommt der bis da? Ich würde gerne die anderen Umspannwerke außen vor lassen. Genau, und diese hier, die sind ja eh schon verbunden. Nice. Das heißt, er kann sein Signal hier rausleiten. Passt. Wann brauche ich denn zwei Kombinatoren? Das kommt immer darauf an, was du machen möchtest. Ich brauche das Ding, weil diese Bahnhöfe hier sollen priorisiert werden im Vergleich zu dem Herstellungsbahnhof hier unten. Weil ansonsten verstopfen die Anlagen oben und sobald einer der Bahnhöfe da oben mehr als 100.000 drin hat, wird dieser Bahnhof hier gesperrt. Momentan ist er frei, weil das bei keinem Bahnhof der Fall ist, aber wir können das mal eben simulieren. Der hier ist es. Ne, wenn jetzt zum Beispiel hier dieser Bahnhof vollläuft und da von dem Zeug 101.000 drin sind, dann wird da dieses Signal ausgegeben, hier in grün. Ne? Und dieser Kombinator... Oh, ich habe den falsch angeschlossen. Upsi, mein Fehler. Das war dumm. Der muss mit rot hier ran. Und zwar da. Genau, und dieser Kombinator gibt jetzt Ausgangssignal, jo, warmes Kühlmittel aus. Das sollte dafür sorgen... dass dieser Bahnhof hier mit seiner Zugbegrenzung auf 0 geschalten wird, damit dieser Bahnhof nicht angefahren wird. Dadurch verhindern wir halt eben, dass diese Bahnhöfe von diesen Maschinen hier volllaufen. Na, und dann haben wir nämlich irgendwann ein Verstopfungsproblem. So, der kann weg, passt. Genau, und dann sollte der andere Bahnhof, wenn das Signal weg ist, auch wieder freigegeben sein. Genau, auf 1, perfekt. So ist der Plan und so läuft das auch. So, ich gehe mal schnell Tanks organisieren. Irgendwie fehlen da welche. Um noch einen anderen Fall aufzuzeigen, wo man mehrere Kombinatoren braucht, kann ich dir auch gleich zeigen. Wenn ich zum Beispiel mehrere Züge je nach Materialmenge anfordern möchte, es gibt nicht viele Locations, an denen wir das gemacht haben. Eigentlich sogar nur eine, nämlich beim Core Mining oder bei der Core Mining Verarbeitung. Ja, dieser Bahnhof hier hat sogar drei Kombinatoren. Der fordert bei 3,6k und weniger einen Train an. Bei 2,0 den zweiten. Und bei 1,0 den dritten Train. Und dementsprechend ist er momentan auf 3 eingestellt. Wir haben viel zu wenig Core Fragments, ist egal. Der erste kann hier im Bahnhof parken. Der zweite hier in der Strecke. Und der dritte kann hier parken. Man muss halt immer dafür sorgen oder man muss sicherstellen, dass die Züge genügend Platz haben, um da auch zu parken. Weil ansonsten blockieren die Strecken hier. Und das wäre schlecht. Ja, also wie gesagt, in dem Block hier können drei Trains warten, wenn sie Core Fragments hätten. Haben sie nicht. Ist aber wie gesagt nicht so schlimm. Na, die arbeiten hier sogar durch, ne? Ja. Die haben irgendwann vor 40 Stunden mal den letzten Knick gemacht. Seitdem arbeiten die komplett durch. Heilige Scheiße, ey.
Ja, okay. Ich sag ja, wir haben einfach nicht genug. Aber das ist in Ordnung. So, dieser eine Bot hier ist nicht meiner. Tanks haben wir bekommen. Nice. Also man kann mit diesen Kombinatur... Achso, ja, weil ich es nicht angeschlossen habe. Richtig. Man kann mit diesen Kombinatoren schon eine ganze Menge machen. Und das hilft ungemein. Jetzt brauche ich nur noch Schienensysteme, die man über die Fabriken rüberbauen kann. Das wäre natürlich richtig geil. Mal warten wir bis nächstes Jahr, ne? Dann kommt das. Aber ich habe so Bock auf das 2.0 Update, ne? Allein die letzten drei, vier Friday-Facts, die haben auf jeden Fall überzeugt. Und ich habe viel zu wenig mitgenommen. Ach, scheiße. Machen wir eine extra Runde. Passt schon. Sollte jetzt aber reichen, oder? Und wenn nicht, dann nicht. So, jetzt eigentlich mal gefahren hier. Ja, der ist durch. Es sind schon auch schon wieder 16.000 drin. Und vermutlich, je nachdem von welchem Depot er gefahren ist, entweder hier rein. Ja, ist hier reingefahren. Genau. Ich überlege gerade, ob wir die Anforderungsmengen ein bisschen runterdrehen, weil wir damit die Chance erhöhen, dass andere Bahnhöfe auch noch Dinge bekommen. Wir machen das mal. Weil wichtig ist auch, ja, bei dem ist egal, na, aber bei ihm hier wäre das praktisch. Das Coole ist, wenn wir den hier jetzt auf 100k lassen. Ach, egal, nachher sind eh beide leer. Wir lassen den mal so, ich will das mal testen. Gut. Das heißt, flüssigkeitentechnisch sind wir durch. Mal abgesehen von den beiden Rohrleitungen mit der Geschichte hier und mit dieser Geschichte hier, die von unten noch nach oben durchkommen. Die Frage ist... Oh, da ist noch ein Signal. Es ist mir aber ehrlich gesagt auch einfach zu doof, ne? Ich glaube, wir machen das doch per Bahnhof. Das ist schon schlimm genug, dass wir hier die Fließbänder hochziehen. Ach ja, die Tankstelle für Schiffe ist auch noch da. Drauf geschissen, wir machen das mit dem Bahnhof. Spontan umentschieden. Wir müssen ja bedenken, ne, sobald die Anlagen nachher vielleicht laufen, irgendwann, dann kriegen wir durch unsere Aufbereitung auch wieder Sachen raus. Ob das dann nachher reicht, weiß ich nicht, aber... Ne, wir machen das tatsächlich per Bahnhof. Komm. Gut, das heißt... Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir jetzt nur noch ja, Bio-Schlamm und Nährstoffgel. Ja, da kam die Faulheit gerade raus. Naja. Egal. Habe ich das nicht gerade erklärt, Akitesh? Alter. Ja, habe ich erklärt, richtig. Ja, ich habe mich eben spontan umentschieden, was es angeht. Weil entweder haben wir genug von dem Zeug oder nicht. Und wenn nicht, dann haben wir halt verkackt. Kampf in Discord packen. Hä? Was für ein Kampf? Ja. Möglich. So, leere Datenkarten und genau das andere Vita-Zeug. Die beiden noch. Und Output für die hier. Und alles andere. Wieder an der Seite. So, das heißt, wir brauchen noch mal drei Stück. Passt doch.
Wir machen uns immer viel zu viel Stress mit. So, leere Datenkarten haben wir schon da. Ja, den können wir auch so da lassen, passt schon. Und dann brauchen wir das andere Vita-Zeug. Genau, wir nehmen einfach den hier mit und benennen den um. Ja, hepp, hepp, hepp. So, und leere Datenkarten können wir einfach so direkt übernehmen. Auch wieder an der Außenseite. Oh, da fehlt noch Fußboden. So, jetzt mal abgesehen von dem kontaminierten Output, habe ich da irgendwas noch übersehen? Das machen wir intern, das ist intern, das ist intern. Ja, ich glaube, wir haben es. Jo. Oh, das kann weg. So, Chaos incoming. Oh, da fehlen noch Sachen. Ja, ich hole noch mal eben schnell ein paar Loader. Genau, und dann sind wir mit den Bahnhofgeschichten da ja schon mal soweit fertig. Und ich glaube, so viele Maschinen brauchen wir für den T2-Part gar nicht. Ich habe generell das Gefühl, dass diese T2-Maschinerie irgendwie doch nicht immer so super heftig groß ist, ne? Ach ja, die dürfen noch nicht raus. Haha. Machen wir gleich. Ja, weil wir die hier. Hä? Ach so. Ja, die fahren ins Nichts, ne? Geil. Ah, schön. Wir müssen das eigentlich auf der anderen Seite auch nochmal so machen, weil wir haben nachher dann durchaus doch einen Rundverkehr. Wobei die tatsächlich meistens nach unten fahren, ja. Ja, mal gucken. Aber wahrscheinlich werden wir das zur Vervollständigung hier dann irgendwann nochmal machen. Aber hier ist es tatsächlich notwendig, weil ansonsten kommen die hier nämlich nicht mehr weg. Weil andere Seite dann spiegelverkehrt. So, wie viele Fußboden haben wir noch im Schiff? Kann nicht mehr so viel sein, oder? Naja, vielleicht doch. Hatten wir das eigentlich hier oben schon zugemacht? Nee. Wir müssen eh mal gucken, wie das dann von der Entfernung ausschaut. Oh, das ist sogar perfekt. Ich würde mal gucken, ob wir das da reinbekommen. Wir können die mal als Indikator da hinstellen. Wenn es nicht passt, reißen wir die Geschichten wieder raus. Na, mal gucken. Wir stopfen hier erstmal alles voll. Nice. Ah. Oh. Naja, immerhin. Der Wille war da. Ach du Scheiße.
Ja, da können wir erstmal mit arbeiten. Wie viel von dem Zeug haben wir hier noch in dem alten Kabuff? Oh, 8. Und 4300. Naja, immerhin. Ich würde sagen, wir holen den Rest jetzt nochmal eben. Und dann ist es nämlich weg. Laden. Ankern. Wir brauchen nichts machen. Machen die Bots. Easy. Ja, ob sich das dann lohnt, ist die andere Sache. Egal. Oh, Eckert, die hat es schon wieder erwischt. Naja, passiert. Jo, dann würde ich sagen, können wir da vernünftig docken? Ja. Dann parken wir doch genau hier. Ist da irgendwas Gravierendes kaputt gegangen? Nee, ne? Nee. Oder? Nee. Passt schon. Die Bots machen das. Alles easy. Gut, ich denke, dabei belassen wir das erstmal. Genau, weil die Spaghetti-Geschichte kommt jetzt nämlich schon. Ne? Wir leiten diese beiden Karten nach oben. Und diese dann auch irgendwann. Ich glaube, ich leite alle vier hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier was fehlt. Warte mal, wir können noch mal eben hier reingucken. Es werden tatsächlich nur 3 von 4 hier oben gebraucht. Das ist weird. Egal. Ich werde nur blöd festzustellen, weil ohne Nährstoffgel geht hier gerade nichts. Der ist zu, ne? Ja, der ist auf 0. Perfekt. Wie viel ist denn hier drin, ne? Vielleicht können wir noch was herstellen lassen. Wir haben 24.000. Ja, das sind nur 50.000 und ein bisschen mehr Nährstoffgel, das reicht nicht. Egal. Ich würde auch sagen, dass wir die einfach hier durchlaufen lassen und erst am Ende dann nach oben schieben. Die Frage ist, wie hatten wir denn das hier gemacht? Achso, das sind die anderen hier. Wir haben was davor gemacht tatsächlich. Aber dann machen wir das hier auch. Ist ja egal. Genau, aber es sind tatsächlich auf jeden Fall diese beiden, die wir jetzt brauchen. Ja, für diesen Arbeitsschritt hier. Und das ist schon mal gut. Immerhin sind die auf einer Lane. Passt. Gut, hier hinten sind sie gerade nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann teilen wir den Salat hier auf. Und hoffen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Das machen wir dann, ja. Mit einer etwas kleineren Fußbodenlösung. Bräuchten da sogar noch eine Lane, weil später der andere noch mit möchte. Geschweige denn die Kataloge und so. Die gehen hier links raus. Licht flackert, lol. Ja, ich denke, die behalten wir einfach stumpf hier am Rand. Dann kann da auch nicht so viel schief gehen. Und damit wir das nachher nicht versehentlich zubauen, würde ich, glaube ich, die andere Lane auch schon mal fertig machen. Ja. Müssen dann eh wieder links rüber, weil auf dieser Höhe hier und auf der Höhe hier kommt ja noch der. Da kommen die Output-Bahnhöfe für die kontaminierten Flüssigkeiten noch hin. Ah, shit. Irgendwas ist immer, ne? Wie weit können wir das? Gut, nicht so wild. Wir brauchen ja dann im Endeffekt diese beiden hier. Das geht da vorne und hinten nicht gut. Scheiße.
Ah, geht auch nicht. Wir müssten vielleicht das hier mal eben einsammeln. Da nochmal hinstellen. Das war ja einfach. Gut. Die überschüssigen Karten packen wir einfach hier mit rein. Ist egal. Genau. Sollte dann irgendwann mal wieder dieses Nährstoffgel hier vorbeikommen, dann sollten auch wieder Dinge passieren. Alles andere ist voll, ne? Das ist der einzige weiß markierte Bahnhof. Also der einzige, der gerade offen ist. Jo. Ist okay. Hier ist sie noch... Ah... Ach stimmt, die Geschichte mit der Säure, true. Und natürlich der hier, weil dafür gibt es doch keinen Train. Wir hatten das dunkle Zeug hier, also das, das hier, genau. Dafür mal ein Train, aber das andere fehlt dann natürlich noch. Also machen wir jetzt erstmal noch den Train fertig, dann kann der nämlich schon mal rumgucken. Genau, Schaltkreise schmeißen wir raus. Dann brauchen wir den passenden Bahnhof dafür. Das ist dieser hier. Dann machen wir das Ding voll. Und hier machen wir das Ding leer. Ja, Spritklaue von hier habe ich gar nicht dabei. So, automatisch. Der eiert auf jeden Fall schon mal los. Perfekt. Hey, da kommt wieder so ein Klumpenzeug. Nice. Wie sieht denn das eigentlich aus bei der Vita-Anlage? Ist da genug Material da oder nicht so? Nicht so. 11.000. Ja, das liegt aber einfach daran, dass hier ständig Material weggesnackt wird, ne? Von dem Klumpensammlerzug. Naja, ist egal. Diese Core-Mining-Geschichte müssen wir eh nochmal komplett überarbeiten. Was haben wir jetzt hier? 26.000. Wollte, glaube ich, eigentlich nochmal gucken, was für Maschinen wir noch brauchen, ne? Gut, der hier muss leer, das ist klar. Die Sache mit der Säure. Der steht unten. Wahrscheinlich im Depot, oder? Yes, genau. Ja, der wartet, bis hier genügend drin ist. Ja, so langsam kommen wir an die Grenzen von unserem Core-Mining-Gedöns. Aber das war ja klar, ne? Logisch. So, juckt uns aber erstmal nicht. Wir brauchen jetzt, ach ja, das sind diese genetischen Dinger, ne? Stimmt. Die habe ich jetzt nicht dabei. Wir brauchen insgesamt davon, wie viele? 2 Stück? Ja. Das ist voll wenig. Ich meine, klar, hier sind die falschen eingestellt. Die können wir auf 4 runterdrücken. Genau. Das ist irgendwie total unverhältnismäßig. Bei denen hier ist immer komplette Eskalation. Wobei geht eigentlich auch, ne? Nur bei den Computern bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. I don't know. Und hier, das ist echt überschaubar, aber trotzdem kacke. Egal, wir holen mal eben diese beiden Genetikanlagen und dann machen wir weiter. Brauchen wir noch irgendwas? Ne, Rohre und Co. haben wir. Fließbänder nochmal, ne? Loader vielleicht noch, ja. So, und dann wollten wir, ja, diese hier haben. Aber 2-mal reicht. Was war da noch mit dabei? Aufzuchtanlage. Ja, 3 ist immer richtig kacke. Das kriegen wir doch auf 2 hin, oder? Ja, genau. Also 2-mal Aufzucht und 2-mal Mechanik. Sind die nicht da? Oh. Ach ja, stimmt. Müssen, ja, dann holen wir das gleich. Egal, dann brauchen wir jetzt erstmal 2-mal noch die Aufzuchtgeschichte.
Zweimal Mechanikgedöns. Was hatten wir noch? Hier dreimal Thermo ist auch kacke. Warte mal. Genau. Machen wir zweimal Thermo und einmal Bio. Total komische Werte irgendwie. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Genau, und dann brauchen wir noch 5 Computer und dann sind wir safe. So, dann müssen wir nur noch... Oh, davon haben wir gar nichts, ne? Weil kein Nährstoffgedöns da ist. Ach, ist es wieder soweit. Nochmal Eckerty, jawohl. Die machen das schon. Können wir uns doch irgendwelche Reste zusammenklauen? Weil wir müssen jetzt eigentlich mit diesen genetischen Anlagen anfangen, weil vorher, ja, haben wir nichts davon. Eher nicht so. Ja, sowieso nicht. Weiße. Zum Glück ist der, ja, dieser Greifarm falsch schon eingestellt. Das ist ja ein Glück. So. Nice. Endlich mal mitgedacht. Und das sind genau die beiden, die wir brauchen. Wieder super durchdacht alles hier. Nice. So, genau. Der Spaß fängt an mit dieser Genetikgeschichte und den beiden Karten, die dann hier wieder als Zutat drin landen. Das ist so ein ähnliches Konstrukt, wie wir das schon mal hatten. Nur eben mit beiden Maschinen. Die können wir dann auch wieder so ein bisschen gegenüberstellen und die Sachen dann austauschen und den Überschuss rausfiltern. Gehen wir vielleicht hier rüber. Na, wobei, nee, halt, da muss nachher doch der Bahnhof hin. So, das heißt, wir haben jetzt einmal den Kram. Genau, für die beiden Karten. Und das hier ist der hier. Genau. Wir machen das wieder ganz easy mit einer Kiste. Ne, ach so, halt. Brauchen wir gar nicht. Stimmt. Wie viel brauchen die? Eine. Zwei. Ah, ja, okay. Dann ist es ja easy. Pass auf. Du schmeißt dann bitte nur diese Karten darüber. So, 50 vielleicht. Und du holst da raus. Diese Karten. Aber nur, wenn da mehr als 45 drin sind. War da irgendwas mit Modulen bei den Kisten? Nee, das war... das ist so... Weiß ich nicht. Irgendwie total weird, dass es so wenig ist. Glaube ich fast nicht. Na gut. Auf jeden Fall waren das diese beiden hier, glaube ich, ne, die damit rein wollen. Ja, richtig. Der hier fehlt halt gerade. Oh. Genau, da war jetzt das Zeug und das noch mit dabei. Und dummerweise auch das hier, habe ich voll vergessen. Vielleicht. Vielleicht packen wir das hier
nochmal, warte mal, bei dem hier mit drauf. Ja, ich habe jetzt alle vier hier hochgeleitet, ne? Wobei, ist ja egal. Wir haben die Suppe da eh oben, komm. Ich habe nur vergessen, dass der hier noch mit dazugehört. Wir brauchen auf jeden Fall noch Glas und Eisen. Scheiße. Aber das können wir von unten noch holen. Kommen wir so in einer Anlage, ne? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Hier haben wir vier gebraucht. Bin mir echt nicht sicher, ob das da alles so seine Richtigkeit hat, ne? Aber egal, wir machen das mal. Was wir auch machen können, sind Output-Bahnhöfe dafür. Und ein paar Sachen aussortieren gleich. Ja, die hier können komplett weg. Wir können die Rohre generell mal allgemein wegschmeißen hier. Jo. Den brauchen wir da gerade nicht. Ja, nur schon mal so als Vorbereitung, bevor ich das vergesse und nachher kein Platz mehr da ist. Das löschen wir mal eben. Genau, das hat alles seine Richtigkeit. Das gleiche Spiel machen wir jetzt nochmal eben mit der anderen Seite. Achso, halt, Fußboden, genau. Den brauchen wir da, glaube ich, gar nicht, oder? Mal eben testen. Das muss weg. Ja, yep, da müssen wir noch ein bisschen mehr rausschmeißen gleich. Genau, das kann weg. Das kann weg. Die ganzen Rohre können da wieder raus. Ja, müsste hinkommen. Jo, das geht sogar ohne Zusatzfußboden. Nice. Die Umsteinwerke können weg. Und den Rest hier, den machen wir dann eben so. Ach so, ja. Gut. Wir sollten auch eventuell gucken, dass zumindest der mittlere Part von diesem Kreisel fertig wird, weil ansonsten bringt das Ding gar nichts. Ach, jetzt. Genau, das haben wir, das haben wir. Hier ist so ein Signal drin, da ist so einer. Ja, sollte gehen. Halt. Sollte nicht gehen. Weil hier noch... Sie genau dazwischen? Warte mal, geht das überhaupt? Warum ist denn das so komisch verschoben? Nee, das wird nicht gehen. Aber den anderen Bahnhöfen geht das auch. Und der ist von anderen Bahnhöfen einfach copy-pasted, ne? Also eigentlich sollte das gehen. Wo ist der Output-Bahnhof? Hier. Ne, der ist tatsächlich verschoben. Krass. Ist es bei dem hier auch? Ne, da ist das nicht. Hä? Und hier? Da ist das Problem. Ah, ich verstehe. Ja, gut, dass wir das mal gesehen haben, oder? Die Pumpe muss mit. Ich denke, es würde reichen, wenn wir das um einen runterschieben. Jetzt sehe ich zwar gar nicht mehr durch, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würden die Pumpen
ja, Möglichkeiten haben. Wir fangen mit dem hier an. Nee, ohne Bahnhof, das ist nur die Pumpengeschichte. Genau. Das wird nicht gehen, das hier geht. Nee, das hier geht. Jo. Verstehe ich aber trotzdem nicht, warum das jetzt ist, weil die waren eigentlich alle von den Vorlagen gecopy-pastet. Keine Ahnung, warum sich da wieder so komische Sachen abspielen. Manchmal ist es halt echt merkwürdig. Hast du jetzt? Nee. Nee, das hier. Hä? Das hier war das, genau. Ja. Dann könnten wir da auch wieder eine Pumpe mit reinbauen. Das ist ja praktisch. Und du brauchst noch eine Kabelverbindung. Ich denke mal, dass hier oben auch noch eine Kabelverbindung braucht, weil die haben wir relativ gut destroyed. Ja, haben wir. Ja. Naja, immerhin fallen solche Fehler auf. Das ist schon okay. Aber bei dem ist es halt nicht, und das wundert mich halt. Ich meine, es ist ja dieselbe Vorlage, aber ja, keine Ahnung. Hauptsache, es läuft irgendwie. Haben wir. Nee, wir müssen das Signal noch tauschen. Und das hier ist jetzt eigentlich so eins. Das ist das drinne. Den Rest können wir. Ja, können wir so lassen. Und da ist eh so ein Ding. Ja, okay. Dann haben wir das geregelt. Okay, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Ne? Wir haben echt ein Problem. Wir hier kein Nährstoffgel rankriegen. Und ja, die Sache mit dem Glas und mit dem Eisen ist halt jetzt scheiße. Was wir machen können, ist hier draußen einen Doppelbahnhof zu bauen. Und das machen wir, glaube ich, auch. Weil das scheint relativ simpel zu sein. Im Endeffekt gehen wir einfach hier raus. Ja, wir nehmen den engsten Winkel, der geht. Und schieben den Kram. Oh, das war dumm. Schieben den Kram damit drauf. Und dann ist die Frage, reicht das von der Länge her? Ja, das reicht sogar. Cool. Das ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, oh, brauchen Fußboden. Wir werden heute auch nicht mehr fertig damit. Aber das ist egal, weil ich musste mich gleich Feierabend machen. Aber diese Bahnhofgeschichte kriegen wir noch fertig und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Ja. Aber wir machen Montag, also morgen, machen wir weiter. Weil langes Wochenende mit Brückentag und Co. Und das läuft. Ja, noch nicht. Aber gleich. Ich setze den Kram mal dahin. Gut, was wir da jetzt reinschmeißen, ist der Bahnhof für Glas. Wir müssen hier ein paar andere Dinge tun, leider. Uhrzeiten sind immer spontan im Discord. Das ist halt die Sache. Was für vorhandenes Zugsignal. Naja. Wird schon gehen.
So, aber der passt doch, oder? Ja, guck mal, der ist auch mittig drin. Ich habe mich echt gerade gefragt, warum hier das nicht geklappt hat. Naja, egal. Wir haben es korrigiert. Sollte gehen. Glas ist da. Passt. Ja. Das gleiche machen wir hier drüben auch mit Eisen. Ich habe das komplett verpennt, dummerweise. Aber wir können da immer relativ gut improvisieren, ne? Das war in diesem Abstand hier, oder? Nee. Hätten wir auch machen können, aber ist egal. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so war. Ja, doch, okay, passt. Genau, hier sollten wir vielleicht noch ein paar Sachen mehr fertig bauen und Gleise muss ich holen. Nee, starten tun wir dann meistens so nach dem Mittag oder so. Mal gucken. So, Gleise brauchen wir. Ja, wir kommen voran einigermaßen. Es ist immer so ein bisschen schleppend, weil wir auch so langsam jetzt Bereiche betreten, die ich noch nicht kenne von SE, also so gar nicht. Aber wir bauen einfach drauf los und dann gucken wir mal. Ja, ich hatte noch genug Überstunden und habe einfach die ganze nächste Woche freigenommen. Naja, chaotisch wird das so oder so. Ich meine, allein die Aktion jetzt mit den Bahnhöfen. Wobei, ich finde, das ist okay. Ah, das gibt Schlimmeres. Der Moment musste eigentlich irgendwann kommen, bei dem wir mal so eine Anlage bauen, die eben, ja, einfach so viele verschiedene Ressourcen braucht, dass wir eben nicht mehr diesen Platz hier usen können. Aber ich denke, wir haben das trotzdem relativ ordentlich gelöst in dem Vergleich. Ach so, da fehlen Gleise. Ja. Ja, und es bleibt noch überschaubar, ja, das stimmt, mehr oder weniger. So, Eisen brauchen wir noch. Der ist hier. Oh, fuck. Das ist hier andersrum. Ja, warte mal. Dann nehmen wir doch Eisen von hier. Oder? Haben wir hier Eisen? Wir können auch irgendwas anderes nehmen. Oh, wir haben Eisen. Ja, das ist die gleiche Suppe, oder nicht? Stimmt. Ach ja, wir fahren ja unten raus. Ja, nee. Genau deswegen, ja. Ach so, ja, stimmt. Interessant. Na denn? Auf welcher Höhe waren wir denn hier ungefähr? So, sagt er. Nö, das machen wir nicht, oder? Nee, wir packen das mal da hin. Ja, stimmt, wir fahren ja andersrum hier rein, deswegen. Das ist halt die Sache, wenn man auf zwei verschiedenen Seiten hier arbeitet. Das ist weird. Genau, der hat anscheinend sogar schon direkt Bock, hierher zu fahren. Signale. Da fehlt noch eins. Der Rest hier ist eigentlich relativ egal. Ja, da muss keins rein, nicht unbedingt. Nö, nö, nö. Ja. Gut. Dann haben wir das auch. Dummerweise geht die ganze Geschichte nicht nach oben raus, sondern nach unten. Warte mal, wir müssten mal eben Fußboden von der, von dem Hubbereich hier holen, weil oben haben wir nichts mehr.
Was haben wir hier jetzt eigentlich? Ah, 40.000 schon wieder. Also es geht. Es wird ein Weilchen dauern, bis da einigermaßen was bei rumkommt. Und ich glaube, so richtig Spaß haben wir damit erst, wenn wirklich auch diese Wiederaufbereitungsanlage läuft, weil da ja ein Haufen Material wieder rauskommt. Und vorher, ja, geht da halt eben gar nichts, ne? So, wir haben jetzt hier ein Rohr, oder lassen wir mal, warte mal, Moment. Wir haben ein Rohr für Biogedöns. Ich lasse mal 2 Blöcke Abstand. Wir haben ein Rohr für das andere Zeug, was wieder entsorgt werden soll. Kommt hier das Eisen mit längs. Das hier müssten wir nicht ja später machen, oder? Genau, weil das hier ist nicht mehr der erste Schritt. Nicht mehr. Aber auch nur, weil ich Dinge vergessen habe. So, die Frage ist jetzt, wir brauchen, ja, eine. Das ist halt ein Witz, einfach. Wo kommen wir da an? Oh, wow. Da sind auch keine Module oder so drin, ne? Nee. Ist einfach nur einmal oder eine Maschine, ganz stumpf. Ach, weiß ich nicht. Glas. Welcher ist es? Ah, das ist ja praktisch. Der hier, ne? Ja, perfekt. Genau, bei den Zulieferungsmaterialien gehen wir dann immer relativ easy hier durch, denke ich. Warte mal. Na, das müssen wir eh tunneln, weil da die anderen Leitungen noch längs kommen. Die könnten wir gleich nochmal eben fertig bauen. Die gehen aber genau da längs, oder? Beziehungsweise da. Genau. Ja, wenn wir dann irgendwann in 10 Jahren hier mal diese Flüssigkeit haben, dann können da auch diese Dinger hergestellt werden. Wow. Gut. Genau, und dann kommen jetzt diese beiden wieder. Das hier brauchen wir tatsächlich auch nur in dieser einen Maschine. Das heißt, die würde ich gleich daneben bauen, ehrlich gesagt. Vielleicht kriegen wir das hin mit einem direkten Übertrag oder Übergang, wie auch immer. Dann ist die Sache schon mal abgebacken, ja? Joa. Gut. Der nächste ist gleich daneben. Ah, bis halb habe ich ungefähr. Also wir kriegen noch ein paar Sachen hin. Warte, der hier kommt dann dahin. War der richtige, ne? Ja, genau, da ist Bioschlamm. Dann nehmen wir das mit und packen das nicht so dahin, sondern so. Beziehungsweise, eigentlich müssten wir schon hier hoch. Und da kommen wir doch nie sauber durch. Doch, oh, wow. Dann brauchen wir das hier auch nicht mehr. Nice. Wie wäre es denn, wenn wir das hier vorher tunneln? Da brauchen wir sowieso nicht das Ding, ne? Nice. Wir können auch das hier einfach rüber tunneln. Können wir vielleicht? Ja. Oh. Genau.
Ja, oder wir machen Feierabend. Hast recht. Stimmt, ja. Warte. Nee, das korrigieren wir noch eben schnell. Hä? Ja, wir sollten echt Feierabend machen. Diese Bio-Wissenschaftspakete ficken einen einfach. Komm, wir nehmen das nochmal mit hier. Ja. Hä? Raff ich nicht. Aber wir müssen das dahin bauen. Ja, genau. Vielleicht gehen wir auch noch einen weiter. Warum ist denn das dann nicht hier unten? Weiß ich auch nicht so genau, ne? Brauchen noch ein Umspannwerk. Das ist dieses da. Genau, und da würde jetzt dann noch die andere Maschinerie mit hinkommen. Ja, die aus den Karten hier die anderen Karten herstellt. Und dann wissen wir zumindest schon mal, wo die hin möchten. Das ist auch schön hier. Nice. Gut. Ja, machen wir wieder mit der Kiste. Und dann nur. Ja, warte mal. Nee, das machen wir weiter hier. Dann haben wir noch ein bisschen Platz für die anderen Geschichten. So, diese Karte hier. Ja, wir weisen das direkt zu. Wenn 50. Kannst du da wieder reinschmeißen. Genau. Und du kannst da die Karte rauspacken, wenn. Warte, da mehr drin sind als 45. Ja, genau, 4,55 ist auch gut. Genau. Der andere Kollege fehlt jetzt halt. Tja. Ist aber okay. Wir müssen nur das Vita-Zeug heranbringen. Ja. Viele Bahnhöfe dafür haben wir nicht. Das ist der hier. Ja, gut. Ist nicht so wild. Wie viel braucht er für einen Durchgang? Einen. Ja, komm. Dann nehmen wir einen Longinserter. Ist egal. Der war auch noch nicht da. Na ja, gut, weil die Anlage unten komplett leer gelutscht wurde. Aber das ist okay. Zufälligerweise haben wir von denen noch ein paar mit. Das bringt mir gar nichts. Ja, einfach rein damit, passt schon. Haben wir unten zufälligerweise ein paar von diesen anderen Karten in irgendwelchen Maschinen drin? Ich würde mal eben was testen wollen. Das sind diese hier, ne? Ne, die sind komplett weg. Ist dann halt so. Sechsundfünfzigtausend, wow. Und hier haben wir 44.000. Ja, wir kriegen halt, wie gesagt, momentan kein Nährstoffgel ran. Wird sich auch erstmal nicht ändern. Joa. Was ist hier los? Keine Ahnung. Okay. Genau, da oben. Letzte Amtshandlung für heute. Da muss noch ein Radar rein, da oben in die Kreuzung. Und dann machen wir Schicht im Schacht. Wie gesagt, auf dem Sonntag mal eine kürzere Runde. Normalerweise nutze ich den Tag eher, um das Wochenende noch ausklingen zu lassen. Aber wie gesagt, weil langes Wochenende ist, ausnahmsweise mal noch ein Stream hinterher, ne?
Wie gesagt, wir machen auch am Montag, also morgen nochmal eine kleine Runde. Auch nicht allzu lang vielleicht. Und Dienstag gönnen wir uns einfach eine Auszeit. So der Plan. Ja. Wir können auch die Querverbindung hier nochmal eben schnell fertig machen. Dann haben wir das nämlich. Weil, keine Ahnung, bei der geringen Anzahl an Maschinen, die da rein möchte, ja, sehe ich da gar kein Problem, den Kram hier reinzubekommen. Obwohl wir keine Querverbindung bauen wollten. Aber wir werden das auch hier machen, weil irgendwann müssen wir da mal so eine Querverbindung bauen, weil irgendwann ist auch diese eine Zufahrt da unten dann voll. Ne? Also, ist schon okay, ne? Dass wir bei denen oder nach den T2-Dingern mal so einen kleinen Cut machen. Das ist in Ordnung. Ja, die Ecken hier brauchen wir eigentlich nicht, aber wir haben noch, komm. Ja, dachte ich mir doch. Genau, dann machen wir das drüben auch noch eben, also hier den Part noch eben fertig. Ja, und wie gesagt, ich denke, dann machen wir Feierabend für heute. War eine kürzere, entspanntere Runde auf den Sonntag, wobei ich echt zugeben muss, diese Bio-Wissenschaftsdinger, keine Ahnung, also die Dinger sind heftig, finde ich. Gar nicht mal so sehr vom Aufbau, sondern eher was dieses Bio-Schlamm-Gedöns angeht. Weil es gibt keine vernünftigen Wege, das zu produzieren. In Castorio ist das einfacher, weil in Castorio kann ich nämlich, ne, Plantagen bauen, also hier diese Gewächshäuser und kann da Holz ohne Ende produzieren, braucht halt nur mehr Platz. Das haben wir hier nicht. Die einzige Sache, die bei uns hier aktiv Holz produziert oder auch nicht, liegt in unserer Vita-Verarbeitung, nämlich der hier. Und da sind gerade 14.000 drin, also bald geht hier mal wieder was. Aber das ist der einzige, also die einzige Holzquelle, die wir automatisch haben, könnte man sagen, ja. Bisher zumindest. Ja, und die Alternative, die wir oben auch nutzen, ist halt eben das mit den Klumpen und mit der Säure. Und allein diese beiden Produkte, die fressen schon so viel von diesem Vita-Gedöns auf, dass wir inzwischen, ja, nicht mehr genügend von dem Kram haben. Was wir aber eigentlich auch brauchen, weil das sind so Sachen, die werden hier mitten aus diesem Produktionsweg rausgehauen und fehlen dann natürlich am Ende. Das steht nicht zur Debatte, Schnuddelhuber. Das Modpack steht und ich werde im laufenden Playthrough nichts daran ändern. Außer es ist so ein Quality-of-Life-Ding wie irgendwelche Anzeigen oder Dinge, die spieltechnisch nichts verändern. Und außerdem wollen wir das auch nicht unbedingt leichter machen. Das Einzige, was wir halt mit dabei haben, sind die Loader. Die hast du ja im normalen SE nicht unbedingt. Die gehören nämlich auch zu Castorio mit dazu. Gut, aber wie gesagt, wir machen Schicht im Schacht. Vielen Dank fürs Zuschauen.